Hey, Johannes hier von newgadgets.de und wir sind am Stand von Microsoft, denn hier zeigt Microsoft das Sony Vaio Pro 11. Das ist das neueste Sony Vaio Notebook und mit 11,6 Zoll wirklich sehr mobil und mit 0,87 Kilogramm wirklich super leicht und damit eines der leichtesten Notebooks der Welt. Es ist wirklich auch sehr dünn, sehr gut verarbeitet, wie ich finde, fühlt sich super an. Schauen wir uns mal die Ports an, da haben wir hier erstmal auf der rechten Seite einen HDMI-Port, zwei USB 3.0-Ports und einen Audio-Port. Und auf der linken Seite dann den Anschluss für das Netzteil. Außerdem hier vorne noch einen SD-Kartenleser. Also ihr habt alles, was ihr für unterwegs braucht. Natürlich hier leider aufgrund der Dicke kein Ethernet-Port, aber eben natürlich auch WLAN, ABGN und Bluetooth 4.0. Ethernet kriegt ihr dann natürlich mit einem USB 3.0 Adapter auch hin. Die Tastatur ist beleuchtet, wie ihr sehen könnt, lässt sich wunderbar drauf schreiben. Generell ist das Notebook hier wirklich sehr interessant. Wir haben hier ein 11,6 Zoll Touchscreen-Display, auf dem natürlich Windows 8 läuft. Und das Display hat eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Das ist Full HD. Wir haben die Intel HD-Grafik hier drin. Und weitere technische Daten sind hier. Also wir haben einen Intel Core i7 und eine 128 GB SSD verbaut. Hier steht zwar HDD, aber ich glaube eher, dass es eine SSD ist. Und 4 GB Arbeitsspeicher in diesem Gerät. Wie gesagt, wirklich gut verarbeitet. Wir haben hier unter der Tastatur das Touchpad mit den integrierten Maustasten. Hier noch eine Assist-Taste und über dem Display selbstverständlich auch noch eine Webcam. Das ist also hier das neue Sony Vaio Pro 11, das leichteste Notebook, das es auf dem Markt gibt. Gefällt mir sehr gut und ich glaube, mit sowas könnte ich mir vorstellen, unterwegs im Flugzeug oder im Zug zu arbeiten. Hat genügend Power, ist leicht und dünn und gefällt mir sehr gut. Also das neue Sony Vaio Pro 11 hier auf der Computex 2013 in Taipei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr das Produkt gut findet, gebt dem Video einen Daumen hoch, einen mag ich hier auf YouTube und abonniert meinen YouTube-Channel. Also bis zum nächsten Video von der Computex in Taipei. Bis dann, ciao.